Hallo und herzlich willkommen bei Miepel. Hast du geklatscht für den Schnitt? King. 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 Heute geht's um Arnak, unsere Spielreview. Lost Runes of Arnak. Lost Runes of Arnak, sorry. Arnak. Arnak ist ein Spiel von 1 bis 4 Spielern. Wurde verlegt von Czech Games Edition. Heißt es eigentlich Czech Games oder ist es Czech Games Edition der Verlag? Czech Games Edition ist, also ist der Verlag hier. Mhm. Ihr dürft das Spiel, ich sehe das gerade so schön vor mir, ihr dürft das Spiel ab 12 spielen und es dauert 30 Minuten pro Spieler. Ich glaube, es kommt sogar, könnte man sagen, es kommt relativ gut hin, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, meine Socken stinken, oder? Das sind deine. Echt? Irgendwie riecht es ja nach Socke. Ich rieche nicht, ich rieche nichts, ehrlich gesagt, dann sind es bestimmt meine. Nee, es können auch meine sein, ich hatte alte Schuhe an. Okay, dann würdest ja, du bitte... Ich hoffe, dass das mein Review jetzt nicht negativ beeinflusst, wenn es die ganze Zeit nach hart nach Socken stinkt. Also es wäre gut, wenn du bitte den Worker-Placer, der es ist, wieder kurz umreißt. Der es ist, das ist schon von vornherein schön abwertend hier. Ja. Okay, ja, das Spiel ist tatsächlich vor ungefähr einem halben Jahr oder so rausgekommen, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, ist es jetzt auf der Liste zum Best Game of the Year, Best Fortgeschrittenen? Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat es viele Preise bekommen. Es wurde eine Zeit lang sehr gehypt und war überall ausverkauft. Dem Digger sei Dank auf jeden Fall. Ja, der hat es auch etwas gehypt, ja? Der ist richtig hart gehypt, ja. Okay. Naja gut, der lässt ja sowieso von allem hypen. Ich finde ja auch Who Goes There ganz gut, hast du gesagt. Ja. Okay, und es war lange Zeit überall ausverkauft. Ich bin dem Spiel jetzt nicht nachgerannt. Ich habe ab und zu mal geguckt, ob man es irgendwo erhalten kann und habe es dann relativ günstig geschossen, wo ich dachte, okay, für den Preis kann man es einfach mal mitnehmen. Ich hätte gerne eine Meinung dazu, gerade bei Spielen, die so hart gehypt sind, möchte ich mir einfach eine Meinung bilden, damit ich mitreden kann. In den meisten Fällen enttäuschen mich dann eher so die gehypten Spiele, weil man hat ja oft das Problem, dass sie dann so sehr, sehr öffentlich, also sehr zugänglich sind für viele, aber dann einfach die Komplexität fehlt. Aber dazu dann mehr. Jetzt geht es erstmal darum, worum geht es bei Lost Ruins of Arnak. Ihr seid vom Prinzip her Entdecker, die eine Insel entdecken wollen. Und ihr legt vom Wasser aus an Land an. Die Karte ist wunderschön optisch dargestellt und könnt dann am Anfang 5 Aktionen machen. Die sind mit einem Zelt markiert. Da könnt ihr euren Arbeiter platzieren, bekommt die entsprechenden Ressourcen und könnt dann weiter auf der Insel voranschreiten, um neue Gebiete freizuschalten, die euch einfach mehr Ressourcen geben. Ansonsten könnt ihr euch einmal Abenteuerkarten dazu holen oder dann Artefaktkarten dazu holen. Die mischt ihr dann in euer Deck. Es ist nämlich auch ein kleiner Deckbilder mit drin, die mischt ihr euch in euer Deck. Und wenn ihr sie zieht, oder was heißt, die mischt ihr in euer... Ja doch, die werden reingemischt. Und wenn ihr sie zieht, dann habt ihr halt bessere Karten als eben die Gegner. Karten könnt ihr dann eben ausspielen, um Ressourcen zu erhalten, besondere Aktionen zu machen oder eben auf der Karte voranzukommen. Dafür könnt ihr sie dann eben auch benutzen, weil verschiedene Bereiche auf der Karte sind halt entweder nur zu Fuß zu erreichen, mit dem Boot, mit dem Flugzeug, ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Außerdem könnt ihr auf der rechten Seite des Boards jederzeit Ressourcen investieren, um mit... Mach weiter! Könnt ihr Ressourcen investieren, um mit euren Steckern voranzugehen. So, Katz, jetzt. Ey, Katzen bringen Einschaltquoten, ja? Also bitte. Nee. Doch. Maxi, geh mal bitte runter. Auf der rechten Seite könnt ihr dann jederzeit Ressourcen bezahlen, um zum einen mit eurer Lupe voranzuschreiten, um Gebiete zu entdecken und dann mit dem Tagebuch nachzurücken, um euch eure Notizen darüber zu machen. Und je nachdem, mit welchem ihr voranschreitet, bekommt ihr Siegpunkte am Ende des Spiels und bekommt einfach Ressourcen, die ihr damit freischaltet oder sogar Helfer, die ihr auf euer Playerboard legen könnt, um besondere Aktionen auszulösen. Alle Spieler sind gleich, es gibt 4 verschiedene Farben und das ist auch eigentlich der einzige Unterschied, den es zwischen den Spielern gibt. Ansonsten ist das Board doppelt bedruckt. Es gibt quasi 2 verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Das eine ist ein bisschen schwieriger als die andere Seite, finde ich persönlich aber sehr cool, bringt ein bisschen Varianz mit rein. Und ja, es ist ein Worker-Placer. Interessanterweise habt ihr nur 2 Arbeiter, die ihr platzieren könnt. Ja, stimmt. Und könnt aber trotzdem eine ganze Menge Aktionen machen, da ihr auf eurem Playerboard mit Artefakten, die ihr gefunden habt,
mit so Idolen, könnt ihr noch zusätzliche Ressourcen und Aktionen freischalten und könnt ihr dann irgendwie immer wieder was machen. Also dafür, dass man nur zwei Worker hat, ist man doch relativ lange beschäftigt. Ja. Aber man kann ja mit seinen Handkarten auch noch eine Menge ausnutzen. Katze! Gesundheit. Dann, hinten raus, vor allem finde ich, dann werden die Züge so, dass man die... Ja, jetzt hast du die gerade angefasst jetzt mit den Händen? Nee, habe ich nicht, aber... Okay, dann, so schön. Dann kommen wir auch direkt mal zum Spielmaterial. Das Spiel ist ja nicht allzu teuer, oder? Also für den normalen... 60 Euro. Echt 60 Euro? Hier. Oha, da muss ich meine Meinung ja nochmal überdenken. Nein, also das Spielmaterial ist in Ordnung. Ihr habt viele coole Sachen, die man sonst eher selten hat. So kleine Schrifttafeln, die so aus... Ist das Plastik? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ist Plastik. Ja, dann so coole Diamanten oder was auch immer das... Rubine. Rubine. Martin hat die Anleitung gelesen, ich nicht. Um das mal kurz wegzufassen. Also das Spielmaterial ist cool. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ihr habt auch so eine Holzmiepel, die auch... Die müssen auch nicht mal so klein sein, ne? Die sind schön groß, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Es muss ja nicht immer so, müssen nicht mal so eine winzigen Teile sein. Also ihr habt Holz drin, ihr habt auch durchsichtige Kristalle und Rubine, wie Martin sagt, mit drin. Und ja, sonst ist das Material ist in Ordnung. Also ihr habt leider kein Inlay drin. Das ist wieder die Sache, die wir hier auch leider bemängeln müssen. Ja, erzählt ja auch ein Inlay wäre viel wert in dem Spiel. Also bei diesem Spiel. Alleine in der Aufbauzeit könnte man mit einem Inlay, denke ich, die Zeit halbieren. Weil es gibt unten einen sehr schönen Bereich, muss man sagen, ist auch sehr schön optisch abgetrennt, wo welche Ressourcen reinkommen. Und wenn man da jetzt wirklich einfach sagen könnte, ich klapp's auf, nehme jede Ressource aus seinem Schälchen, stell's in den dafür vorgesehenen Bereich, buff, könnte das Spiel losgehen. Deswegen drucken wir das ja. Ja, also das, da könnte man wirklich eine ganze Menge Zeit sparen. Inlay wäre hier wirklich gut gewesen. Ja. Ja, wenigstens auch schon mal was Einfaches, weil du hast wirklich sehr, sehr viele verschiedene Token insgesamt und deswegen wäre es schon sinnvoll. Bist du nur am Rumpopeln da am Anfang. Also. Ja, das ist eigentlich die Kritik am Material, sonst das Board habe ich gerade nicht im Kopf. Also für mein Befinden optisch sieht es super aus. Ja. Bis jetzt so, kann mich nicht beklagen. Pappen haben auseinandergefaltet und wieder zusammengefaltet. Ja. Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen, ich gucke auch nochmal vorne hier rein, dass ich kein Murks erzähle. Es sind 40 Itemkarten, 35 Artefaktkarten. Und ansonsten gibt es auch diese 15 Guardian-Tiles, also diese Inselbeschützer und die Inselteile. Und man muss sagen, es sind alles individuelle Karten. Ja, also alle 40 Itemkarten und Artefaktkarten sind individuelle Karten. Das heißt, dass wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, bekommt ihr wahrscheinlich gar nicht alle Artefakte zu sehen. Und werdet die dann erst beim nächsten Mal spielen sehen. Das finde ich richtig, richtig gut hier vom Spielmaterial her, dass hier beim Design halt, es gibt keine Doppelung in der Bilder. Sehr thematisch alles gemacht, definitiv. Ja, von den Sachen, die man dabei hat und so, also sehr, sehr cool, definitiv. Und auch halt diese Guardians, dann haben sie sich halt wirklich 15 verschiedene Beschützer der Insel ausgedacht. Die sind auch wirklich sehr unterschiedlich. Ihnen gibt es einen Käfer, dann gibt es so eine Art Hund und einen kleinen Drachen und hier, also wirklich sehr, sehr cool. Da kann man vom Material her überhaupt nicht meckern. Also auch dieses Design halt erstmal zu erstellen, das dauert ja so seine Zeit. Ne? Da waren sie fleißig, da haben sie viel gemacht. Ich bin begeistert. Material kann man halt wirklich nicht meckern. Nächste Kategorie ist Auf- und Abbauzeit, haben wir ja aber gerade schon angeschnitten. Hätte man ein Inlay, würde es viel, viel schneller gehen. Ohne Inlay ist es sehr viel Gefummel, weil man die ganzen Tokens rausholen muss und alles. Also so viel ist eigentlich nicht aufzubauen, aber ihr müsst die Tokens halt alle sortieren. Genau, das dauert halt schon echt. Bis du die ganzen Tokens an ihrer Stelle hast, den Stapel mischen, hier was mischen. Also wenn ihr es alleine macht, bist du schon gute 10 Minuten beschäftigt. Ja, auf jeden Fall. Und du bist beim Abbauen dauert es sogar noch länger, weil da muss ja die ganzen Sachen wieder in die Tüten reinpopeln. Da ist man schon wirklich gut beraten, wenn da einem Leute helfen können. Oder wie gesagt, mit einem Inlay, ich kann mir echt vorstellen, mit einem Inlay bin ich nach 3-4 Minuten fertig. Und wenn ich so alleine aufbaue, brauche ich 10, bis ich alle Tüten aufgezogen habe. Kommt hin. Das ist relativ viel. Da hätte man besser machen können. Ja. Also Auf- und Abbauzeit dauert schon ein bisschen. Ja. Aber ja, einfach ein Zehner mehr und ein ordentliches Inlay rein. Das wäre völlig okay. Ja. Ich finde, da könnte man auch mal ein bisschen mehr mit der Community kommunizieren, wenn man halt wirklich sagt, einfach sich mal als Firma schlau macht und sagt, ist euch ein Inlay ein Zehner wert? Also, ja. Dass man das einfach, ja, ist es halt, echt. Auf jeden Fall. Weil Aufbauzeit ist Lebenszeit. Das ist ja keine Zeit. Genau das wollte ich auch. Es ist halt wirklich verschenkte Lebenszeit. Ja, einfach. Das ist ja nichts. Ich habe ja keinen Spaß dabei, das Spiel auf- und abzubauen. Ja, ich will es spielen. Und von daher, ja, diesen 10er oder 15 Euro mehr und dafür spare ich mir dann einfach halt Lebenszeit, wenn man so ein Brettspiel-Event macht. Wenn ich mir überlege, man würde jetzt, so wie wir das planen, wenn man da jetzt so 3 Tage Brettspiel-Event macht, dann habe ich wahrscheinlich 2 Runden, hätte ich mehr spielen können, wenn einfach alle Spiele ein Inlay hätten und ich nur machen müsste. Ja? Auf jeden Fall. Also
Jaha. Okay, Erlernbarkeit. Die Anleitung ist wieder mal top geschrieben. Da kann man halt wirklich nicht meckern. Wir werden gleich mal noch ein, zwei Fotos einblenden oder ich drehe sie einfach wieder total laienhaft um und mache so und der Fokus ist einfach überhaupt nicht da. Nee, weil er mein sollte. aber ansonsten wirklich wieder super erklärt, viele Bilder drin. Also wer es mit der Anleitung nicht versteht, der versteht es halt einfach wahrscheinlich gar nicht. Mir wurde es erklärt und ich fand es auch, es war recht einfach von den Mechanismen, die man lernen muss. Hinten raus wird es dann halt, es wird hinten raus, da können die Züge länger werden, aber das steigert sich ganz gut rein, finde ich, ins Spiel. Am Anfang ist es eigentlich wirklich sehr einfach, was man machen kann und auch einfach zu verstehen, finde ich. Also ich glaube, wenn man die Anleitung jetzt so wirklich 3-4 Mal lesen würde, würde sie einem wahrscheinlich auseinanderfleddern, weil dafür wurde sie relativ einfach hier mit 2 Heftklammern zusammengeballert. Da kennen wir Besseres, aber es ist auf jeden Fall, es kann, denke ich, nass werden, dann passiert nichts Schlimmes und das ist top geschrieben zum Erlernen. Und du hast sogar hast du die deutsche oder englische gelesen? Ich habe die englische. Okay. Wenn du sogar, also ich sage, wenn du, hast du die deutsche gelesen oder die englische? Ich habe die englische gelesen. Okay, und selbst wenn es da sogar schon gut zu erlernen ist, dann ist es ja im Deutschen wahrscheinlich noch einfacher. Also war faszinierend, ne? Also es gibt ja die deutsche zum Runterladen bei Czech Games und ich habe die englische gehabt und habe mich hingesetzt und dachte, oh, ach komm, liest du die deutsche, bist du bestimmt schneller. Und am Rechner, ich setze mich nicht am Rechner deswegen, ich habe sie mir auf dem Handy raufgeladen, dass ich sie mal in der Bahn oder irgendwo lesen kann und habe angefangen. Und das hat mich einfach so genervt mit dieser PDF, dann immer so dieses Hin- und Herschieben hoch und runter, dass ich ordentlich lesen kann. Ja. Dass ich dann irgendwann dachte, gut, verdammt, ey, ich nehme lieber dieses Heft hier und lese es auf Englisch und brauche dann 30-40% mehr Zeit oder was auch immer. Aber ich habe dann echt lieber dieses Heft in der Hand und... Regeln lesen auch richtig krass. Einfach so, ich finde, also wirklich, ich kann mir Regeln wesentlich besser erlesen, erschließen und wenn ich, ja, wenn ich dann was lese hier und muss dann immer wieder, jetzt steht hier, siehe Beispiel 3 und dann fange ich an auf dem Handy irgendwie so mit, wo ist denn, das macht keinen Spaß. Nee, definitiv. Also ich finde auch, egal, ich nehme mir denn die Anleitung meist bei neuen Spielen noch raus, lege die mir neben die Couch oder so und lese dann halt, also wirklich, setze mich gerne einfach auf die Couch und lese dann die Regeln und habe nicht irgendwie dann das Telefon in der Hand und das iPad oder was auch immer. Ja. Also da bevorzuge ich echt ich der Hardliner. Es fällt mir auch sehr, sehr schwer bei Kickstarter jetzt sozusagen, ich lese mir die Anleitung von dem Spiel durch, was mich interessiert, weil das wäre ja genau das Thema. Also vielleicht überfliege ich sie mal, aber das ist dann eigentlich auch schon versehen. Also das ist eigentlich keine Absicht. Ich mach sowas nicht, das nervt mich. Ich will eine Anleitung in der Hand haben. Okay, also Erlernbarkeit ist sehr gut für einen Worker-Placer, der ein bisschen komplexer ist, lässt es sich immer noch gut erklären. Mhm. Also ich habe es versucht, auf Arbeit meinen Kumpels da zu erklären, also meinen Kollegen, mit denen ich ja Blood Rage spiele. Blood Rage ist noch okay, bei Arna haben sie schon ganz schön die Augen verdreht, weil sie gesagt haben, ist ihnen zu kompliziert. Also gut, sagen wir mal, es ist schon... Ja, ist auch so eine 4, eine 5, so von der Erlernbarkeit. Das ist nicht ganz einfach. Die Leute sollten schon ein bisschen Erfahrung mitbringen und Bock drauf haben. Genau. Komplexität, lieber Gordon. Kann man gut dazu einladen, wenn man halt schon mal ein bisschen gespielt hat. Am Anfang ist es relativ unkomplex. Was ist denn? Simpel? Einfach? Ja. Am Anfang und hinten raus werden die Züge, war zumindest bei uns so, dass man hinten raus schon doch Möglichkeiten hat, Sachen zu kombinieren. Da werden die Züge auch länger. Das Spiel ist, wie viele Runden hatten das Spiel? Es hat eine feste Anzahl. 5 feste Runden und hinten raus werden die Runden auf jeden Fall auch komplexer. Dann in dem Fall finde ich jetzt, ich fand es aber nie so, dass ich dachte, ach du Scheiße, mir explodiert der Kopf so. Komplex ist das Ganze, also ich finde es in Ordnung. Also es ist jetzt nicht ganz einfach, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da völlig aus den Latschen kippt, weil es sich halt steigert. So. Na, das Ressourcenmanagement ist halt wichtig. Ne? Genau. Also man muss halt mit seinen Ressourcen haushalten, man muss schon durchzählen, okay, wenn ich das jetzt mache, kann ich dann noch das und ja, würde gehen. Von daher, es geht von der Komplexität her. Also es ist nicht viel komplexer als der Einstieg. Es ist auch guter Mittelbereich. Ne? Ja, genau. Aber man kann schon mit schlauer Platzierung seiner Figuren kann man schon eine Menge rausnehmen. Genau, da merkt man auch, dass man, da ist so ein Reward, wenn man sich halt ein bisschen mehr Zeit nimmt und überlegt, was man genau machen kann, dann kann man auch mehr rausholen, definitiv beim Spiel. Ja, also auf jeden Fall. Also man sollte seine Ressourcen durchzählen und gerade am Ende, wenn es dann darum geht, wer im Tempel auf der rechten Seite wirklich das Bonusplättchen ganz oben nochmal abgreifen kann, da kommt man wirklich nur hin, wenn man das Spiel über gut gehaushaltet hat und auch, sag ich mal, die letzten 5-6 Züge einfach im Blick hat, welche Ressourcen brauche ich noch und da muss man wirklich genau die sammeln, weil dann hast du am Ende 5 Kompass, aber dir fehlen halt die Münzen oder so. Also dann ist es schon okay, man muss schon genau hingucken. Ja. Okay, ansonsten der Glücksfaktor. Ich finde, Glück ist in dem Spiel
auch nicht groß vorhanden. Also es werden ja diese Karten aufgedeckt, die man sich kaufen kann. Genau, ja. Da aber auch wieder jeder darauf Zugriff hat, auf diese Karten. Klar, es kann jetzt natürlich sein, dass eine Karte, die ich als sehr stark empfinde, genau umgedreht wird, wenn Gordon dran ist. Und er das kann Gefühl sie hatte ich ein, zwei Mal. Also das ist der einzige kaufen. Punkt, wo ich sagen würde, da ist so ein bisschen Glück dabei, aber... Ja. Ja, aber es ist halt minimal. Oh, ballert schon wieder ordentlich draußen. Mhm. Aber ich finde, es ist minimal. Also da muss man halt mit dem leben, was man hat. Mein Bruder hat beim letzten Mal tatsächlich gewonnen, weil er hatte drei Karten, mit denen er eine Basisaktion auslösen konnte. Und damit hat er uns ressourcentechnisch einfach zerlegt. Da muss man dann sagen, okay, da war das Glück auf seiner Seite. Jedes Mal, wenn er dran war, wurde eine Karte aufgedeckt, mach eine Basisaktion, mach so eine Aktion, wo schon einer steht. Oder mach eine bessere Aktion, wenn du noch eine Münze bezahlst. Also, und damit hat er uns dann einfach outperformed. Man muss aber dazu sagen, dass er von den Siegpunkten her nicht weit vor mir war. Ja. Also dieser Unterschied war minimal, aber es hat ihm schon zum Sieg verholfen, kann man denke ich so sagen. Es gibt schon ein, zwei Karten, die ein bisschen nützlicher sind als andere. Allerdings habe ich auch ein, zwei Fehler gemacht im Spiel. Hätte ich das besser ausgespielt, vielleicht wäre ich dann noch weiter hochgekommen. Aber es ist wirklich, es ist minimal das Glück. Ja. Okay, ansonsten Spielerinteraktion. Spielerinteraktion, also ich empfand sie als in Ordnung bei dem Spiel, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man sich irgendwie mega krass die Sachen wegschnappt. Klar, man kann auf diese Sachen, die später freigeschaltet werden und so, kann man gehen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass mir jemand jetzt, gut, mir hat auch mal jemand was weggeschnappt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass mein Zug komplett im Arsch ist deswegen oder so. Also ja, die Spielinteraktion ist vorhanden, aber sie ist jetzt nicht extrem groß, würde ich sagen. Ist okay. Na, ich finde schon, das so Everdell-like, ne? Ja, so, man, damit kann man das so vergleichen. Kann, ja? Man kann sich gegenseitig Plätze wegnehmen. Und da muss man schon sagen, das kann im Spiel durchaus passieren, gerade am Anfang, wo es nur die 5 Startplätze gibt. Stimmt, am Anfang, ganz am Anfang, da hatten wir das auf jeden Fall öfter. Ja, jetzt wo du sagst, 5 Startplätze, da muss man schon überlegen, was will ich haben? Ja. Oder möchte ich lieber eine von den besonderen Karten haben, die oben in der Auslage liegen, weil sonst nimmt mir die jemand weg. Also da muss man schon hingucken. Umso weiter das Spiel voranschreitet und umso mehr aufgedeckt ist, desto weniger wird das. Klar gibt es natürlich dann oben, wenn man besondere Sachen entdeckt hat, gibt es schon so ein, zwei Felder, die möchten gerne mehrere dran nutzen, aber wo man dann sagt, na gut, wenn mir das jetzt einer wegnimmt, dann nehme ich halt ein anderes. Genau, ja. Da ist tatsächlich das Ressourcensystem. Man merkt, für mein Befinden merke ich deutlich, dass sie den verschiedenen Ressourcen eine bestimmte Wertigkeit gegeben haben. Ja. Also, sag mal, ein Rubin ist 3 Punkte wert und eine Schiefertafel ist 1 Punkt wert und ein Goldstück ist auch 1 Punkt wert oder so. Und dann haben sie sich überlegt, wie sie einfach jedem Feld eine Wertigkeit von 6 Punkten geben. Ach, wir geben dem einen Rubin und wir geben dem eine Schiefertafel, okay, und dann kriegt er noch eine Furchtkarte, um einen abzuziehen oder wie auch immer. Aber man merkt auf jeden Fall deutlich, dass sie versucht haben, alle Felder exakt gleich zu balancen. Es ist auch gut, weil dadurch ist es ausbalanciert, aber manchmal fühlt es sich so ein bisschen so an, dass es relativ egal ist, wo ich meine Figur hinstelle. Klar stelle ich sie dahin, wo ich die Ressource gerade brauche, aber da die Wertigkeit überall relativ gleich ist, beeinflusst es für mich manchmal das Spiel ein kleines bisschen zu wenig. Das stimmt schon, hast du schon recht, ja. Ja. Aber ansonsten, eine Spielerinteraktion ist schon vorhanden, wird aber im späteren Spielverlauf dann immer so ein bisschen weniger. Man kann sich ja, wer jetzt in der Leiste rechts schneller aufsteigt, der bekommt immer noch so ein bisschen Bonusressourcen, aber das kann man auch an andere. Also es spielt schon jeder so Großen und Ganzen für sich selber. Ein, zwei kleine Sachen gibt es zu beachten, gerade wenn ich was Großes, Neues aufgedeckt habe. Also ich persönlich bin zum Beispiel so, ich spare, wenn ich so eine Zweierentdeckung, also eine Entdeckung eines neuen Inselabteils mache, was die höchste Wertigkeit hat, dann mache ich das meistens, wenn ich weiß, dass ich in der Runde danach Startspieler bin. Damit ich auch direkt die Chance habe, in der Runde danach meine Figur da gleich wieder hinzuplatzieren, damit mir das kein anderer wegnimmt. Also ist vorhanden, aber okay. Unsere Meinung, jetzt fang du doch mal an, du. Mach ich. Worker-Player. Das ist interessant. Das ist eines der wenigen Spiele, wo wir eine Rezension drüber machen. Haben wir schon mal eine Rezension, was wir noch nichts, wir haben es noch nicht zusammen gespielt, das Spiel. Wir haben es tatsächlich noch nicht zusammen gespielt. Ja, interessant. Aber dann hätte ich dich wahrscheinlich abgefrühstückt und du würdest jetzt wieder da sitzen und sagen, mir gefällt es irgendwie nicht. Also ich habe mit meiner Partie das Spiel gewonnen, mir gefällt es ganz gut. mir gefällt das Spiel ganz gut. Es ist ein leichterer Worker-Placer. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Komplexität extrem hoch ist, das gefällt mir ganz gut.
wir haben eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen in einer anderen Review. Ich bin im Moment so, dass ich jetzt nicht diese krass strategischen Spiele baue, sondern mir reicht es, wenn es halt jetzt so mittelschwer ist, sag ich mal. Also das, da gefällt mir das Spiel gut. Und jetzt muss ich mich ganz kurz sortieren. Was du auch gesagt hast mit den Sachen, dass die Wertigkeiten von den Feldern ähnlich sind, das fällt schon ein bisschen auf bei dem Spiel. Also definitiv, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man so krass irgendwie einen harten Vorteil hat, wenn man den jetzt genau dahin stellt, sondern ja, die Sachen sind schon so verteilt. Dann ist halt ein anderes, ne? Genau, ja, ja. Also man kann schon Strategien fahren und ich finde es cool, dass man hinten raus, ohne dass man sich das Gehirn komplett zerzwirbelt, schon ein paar coole Kombos machen kann. Das hat mir sehr gut gefallen bei dem Spiel. Und ich mag das Spiel auch vor allem thematisch. Irgendwie hat mich das abgeholt, so ein bisschen Indiana Jones, da ist es ja schon so ein bisschen. Ne? Also da finde ich es ist sehr, sehr schön. Würde ich immer mal wieder spielen. Ich würde es wahrscheinlich, aber auch, es ist auch wieder so, ne? Also ich würde es wahrscheinlich bei mir nicht haben, aber ich würde es immer mal wieder mitspielen. Ja, okay. So ist es bei mir. Wo du das gerade mit den Ressourcen nochmal angesprochen hast, ist mir auch aufgefallen, dass man so im rechten Strang, wo man so die Tempel entdeckt, da gibt es meistens mehrere Möglichkeiten, wie man mit der Lupe oder dem Tagebuch hochkommt. Und gerade dieses mehrere Möglichkeiten lässt es dann halt sehr aufgeweicht erscheinen, welche Ressource ich mir nehme. Gut, brauche ich die zwei Schiefertafeln, um in das Feld hochzurutschen, oder ich nehme einen Rubin, um in das hochzurutschen, oder also ich komme einfach überall hoch und von daher ist es mir eigentlich relativ Hupe, wo ich dann am Ende meinen Worker hinstelle und deswegen, da hätte mir so ein bisschen mehr, hätte man noch ein kleines bisschen mehr rausholen können, wo man jetzt, ja, aber meine Meinung zu dem Spiel, witzigerweise wie bei Wasserkraft, ich war sehr überrascht. Ich habe nicht viel erwartet und vor allem habe ich einen sehr, sehr einfachen Worker-Placer erwartet. Ne? Also wo man jetzt wirklich sagt, so ein seichtes Spiel wie, naja, alle hypen es, alle finden es cool wie Dominion damals und eigentlich weiß ich nur, ich kaufe für 4 diese Karte, mischen. Oh, ich habe sie gezogen, dann kaufe ich jetzt für 6 diese Karte. Warum machst du eigentlich immer einen Akzent in irgendeiner Sprache, wenn du sowas machst? Na, ich versetze mich in die Lage des Spielers, so rede ich bei Brettspielen. Okay, alles klar. nein, so ist das eigentlich einfach, um das noch ein bisschen mehr abzuwerten. Aber ich war sehr überrascht. Also es ist tatsächlich doch etwas komplexer, als ich dachte. Vielleicht eine gute Schnittmenge. Ja, das kann man schon sagen. Es ist wirklich für meine Verhältnisse leicht zu erlernen. Ich finde, es ist leicht zu erlernen. Wer ein bisschen Ahnung von Brettspielen hat, die 5 Schritte, die man da machen kann mit seinen Figuren, die kriege ich echt schnell erklärt. Ich kann es super leicht erklären. Und wir saßen tatsächlich letztens da und haben überlegt, wir hatten mal wieder Bock auf Bonfire oder auf Arnak. Bonfire hätte ich auch erklären müssen, genauso wie Arnak. Und ich finde, die unterscheiden sich von der Komplexität her eigentlich gar nicht so viel. Aber bei Bonfire gibt es halt 10 Aktionen, die man machen kann. Ja, und bei Arnak sind es 5. Einfach und, okay. Da dachte ich, nee, dann erkläre ich eher Arnak, weil dann können wir es viel schneller spielen. Ja. Und auch mich hat es richtig abgeholt von der Thematik her. Echt cool gemacht, auch so wie es in der Anleitung steht. Man kommt vom Wasser und schreitet so auf dieser Insel voran und so weiter man voranschreitet, desto mehr Artefakte kann man auch finden und desto weniger Abenteuerkarten, was als Unterstützung vom Land her gesehen, also vom Wasser her gesehen sein werden kann. Fand ich richtig gut und auch die verschiedenen Aktionen auf den Karten, was man da machen kann. Also ich finde es echt cool. Ist ein richtig schöner Worker-Placer und wie du sagst, das ist jetzt einer, wo du sagst, man verbrennt sich nicht so ganz die Birne. Man muss schon nachdenken, man muss planen, aber es ist immer noch recht seicht. Man kann sich ein bisschen unterhalten nebenbei oder so. Bei Wasserkraft sitzt du echt da. Ja, genau. Das kann man aber wieder hier gut sagen, direkt für wen ist das Spiel was, das kann man so sagen, für Leute, die mal was wollen, wo man doch schon im Endeffekt ein bisschen was überlegen kann, aber wo man sich nicht komplett den Kopf zerbricht im Endeffekt, wenn man schon leichtere Spiele gespielt hat, dann kann man definitiv mal zu Arnak greifen, man kommt gut rein und hinten raus wird es dann halt ein bisschen komplexer, ein bisschen längere Züge, ein gutes Spiel eigentlich für viele Leute, die noch nicht extrem viel gespielt haben und dann glaube ich, ist das schon was Erfrischendes. Und ich glaube auch, dass das Bauchspieler in dem Spiel ganz gut wegkommen. Ja. Weil dadurch, wie wir gerade gesagt haben, dadurch, dass das Ressourcenmanagement etwas aufgeweicht ist, auch wenn man aus dem Bauch raus spielt, man wird wahrscheinlich nicht gewinnen, weil jemand, der besser plant, wird in dem Spiel die Nase vorne haben. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr euren Spaß haben. Und ich denke, es ist auf jeden Fall so beliebt, weil es wirklich recht gut zu erlernen ist, trotzdem relativ komplex ist. Also selbst wenn du das 4. oder 5. Mal gespielt hast, dann drehst du das Board, da wird es ja nochmal komplizierter. Und man kann seine Züge schon sehr gut. Ich glaube, die Thematik holt viele Leute ab, dieses Abenteurer-Ding. Und dann ist es auch noch cool illustriert dazu und nicht so räudig wie manche andere Spiele. Ja, nee, ist wirklich. Ja, ist einfach schön gemacht. Also, ich war wirklich sehr erstaunt, dass ein Spiel, was so publik ist und was der Digger gut findet, dass es auch wirklich gut ist. Wunderbar. Nein, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man kann schon sagen, ja, also für alle, die schon ein bisschen Brettspielerfahrung mitbringen und da einfach wollen, aber auch Leute, die schon viel Brettspielerfahrung haben,
die können da ruhig mal reingucken. Es ist, ja, wirklich, ist halt also, nicht so, dass es einen langweilt. Cool. Selbst wenn man schon viel gespielt hat, ist es nicht, nee, so, dass es einen langweilt. Kann man immer mal wieder auf den Tisch knallen, eine Runde mitspielen und man ist da wirklich so mit, die Aufbauzeit, wie gesagt, ein bisschen doof, aber mit anderthalb Stunden ist man da gut dabei, ja, für so einen Worker-Placer. Und das fetzt dann auch. Und es macht mir auch Spaß, im Spiel tatsächlich ein bisschen verschiedene Taktiken zu probieren. Ich will mal hier ein bisschen mehr, ich will mehr Abenteuerkarten kaufen, ich will mehr Artefaktkarten. Also da kann man schon ein bisschen variieren. Und am Ende kommen ungefähr alle bei denselben Punkten raus. Also es ist ein cooles Spiel. Hätte an ein, zwei Stellen ein kleines bisschen besser sein können. Wir haben mal geguckt, zwecks Erweiterung. Ja. Da gibt es aber aktuell nur Gerüchte. Ob da was ich denke, das war, nicht. Also ist die Frage, ob es überall so erfolgreich wäre, aber es war schon sehr erfolgreich. Ich könnte, ja, schon durchaus sein, dass da eine Erweiterung kommt. Also die ersten beiden Prints waren einfach sofort ausverkauft. Ja, ist richtig. Ich habe es wirklich bei mir, das war Zufall. Also ich habe immer, ja, Amazon, ja, wir haben ja gesagt, ist blöd, man kauft beim Laden um die Ecke, aber bei mir um die Ecke gibt es keinen Laden. Und ich habe dann immer so geguckt, ja, Fantasy-Welt, Spiele-Taxi, Amazon. Ich habe immer so abwechselnd geguckt, weil ich dann irgendwann dachte, ich behalte es einfach mal im Auge, ob es irgendwo wieder lieferbar ist. Und der absolute Brenner. Alle bezahlen horrende Preise für dieses Spiel und ich gucke rein und es ist bei Amazon, den einen Tag war es drin, Englisch für 40 Euro. Obwohl es für 60 und mehr verkauft wird. Ja, das stimmt. Manche Leute haben dafür Preise bezahlt, wo ich dann denke, das müsst ihr auch übrigens nicht machen. Also dann wartet lieber mal ab, da wird es bestimmt dann nochmal ein Reprint 40, geben. Neu, original verpackt. Und ich habe reingeguckt, ich denke, ist das fake? Ist hier irgendwas, habe ich was falsch gemacht? Ja, kaufe ich nur einen Karton oder so? Ja. Nein, es stand einfach nur da, es ist auf Englisch. Ja gut, also für 40 nehme ich es dann halt mit. War auch sofort wieder ausverkauft und dann habe ich so in die anderen Sachen geguckt. Ja, und dann wird es angeboten auf Fantasy Welt. 60 Euro, Spieletaxi 70 Euro. Ich finde auch 40 ist eigentlich in Ordnung. Ich finde 60 Euro. 40 ist schon ganz schön günstig. Ich finde, ich hätte gesagt 60. Finde, ja, du, die Illustration, du hast schon recht, die ist wirklich gut. Ich finde aber so rein aus dem Bauchgefühl, wenn ich weiß, wie das Spiel da liegt, finde ich 60. Treffen uns bei 50. Ja, treffen uns bei 50. Hätten 50 sein 50, können. 60 mit Inlay. Genau, 60 mit Inlay hätte auch in Ordnung gewesen. Nein. Ja, wir brauchen es ja nicht länger ausführen. Ihr habt einen Überblick von unserer Meinung dazu? Anak bekommen? Jo. Also auf jeden Fall ein Blick wert und ich denke, wenn ihr es kauft, macht ihr damit nichts falsch. Ihr werdet es wieder für mehr los. Genau, ihr könnt es halt auch einfach wieder verkaufen. Es ist ein cooles Spiel. Ich hoffe, dass da eine Erweiterung kommt und dass es nicht übertreiben, wenn sie jetzt Erweiterung mit neuen Abenteuerkarten oder so bringen. Das würde mir wahrscheinlich fast schon reichen. Von mir aus können sie jeden Charakter ein bisschen individuell machen. Das wäre ganz cool, wenn sie sagen, ja, okay, du bist halt der Goldschürfer oder der Indiana Jones, was auch immer. Und dann einfach bloß die Anzahl der Abenteuer- und Artefaktkarten verdoppeln und das dann für 19 Euro oder so. Und nicht so einen übertriebenen Preis. Erweiterung müsst ihr das Spiel nicht nur erfinden. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört in unseren Podcast rein. Genau, der geht direkt in die Ohren, bleibt im Kopf und macht euch schlauer. Der ist jetzt online gegangen, ohne dass wir ein Thumbnail gemacht haben. Perfekt, ich bin begeistert. Läuft, ja. Stümper. Ja, passiert. Stümper. Ich habe mich gestern Nacht da reingesetzt, also bitte. Hast du gut gemacht, ja. Ja. Okay, das war's von diesem Video. Zu Arnak. Vielen Dank, Lost Ruins of Arnak. Vielen Dank fürs Reinschauen. Abonniert den Kanal. Daumen nach hoch, wenn euch gefallen hat. Und konstruktive Kritik, das haben wir selten gesagt in der Zeit. Gerne in die Kommentare. Ring the bell. Wir versuchen alles zu beantworten, aber ich merke in letzter Zeit, es ist hart. Vor allem Martin ist sehr, sehr viel am Beantworten der Kommentare, ja, weil ich einfach so viele Mails bekomme zu den Tischen. Wir versuchen unser Bestes. Wir lesen auf jeden Fall alles und versuchen auch alles zu beantworten. Ja. Aber manchmal dauert es wirklich... auch zwei Tage. Gibt uns Zeit. Genau, gibt uns einfach Zeit. Also es ist manchmal so, dass ich tatsächlich dann zwei Tage später einfach mich hinsetze und dann anfange, die Kommentare von oben nach unten zu beantworten. Wenn wir einen Kommentar geherzt haben... Ich glaube, die Kamera ist aus, von dem noch Ton gerade. Ich sag's noch. Ja, dann ist jetzt Schluss. Alles klar. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.